An diesem Wochenende bin ich auf dem außerordentlichen Parteitag der FDP. Die rund 660 Delegierten aus ganz Deutschland werden in Nürnberg das Wahlprogramm zur Bundestagswahl im Herbst diskutieren. Bei der öffentlichen Debatte im Internet waren bereits über 1000 Änderungsvorschläge und über 6000 Kommentare dazu eingegangen. Die Delegierten können ihre Anträge und Änderungsanträge sogar weiterhin über das Portal Meine Freiheit einreichen. Dies macht die Beratung einfacher und transparenter und freut mich als Netzpolitiker besonders. So, und wie die Erwartungen an dieses Wochenende aussehen, werde ich jetzt mal in einer kleinen Umfrage unter den Delegierten herausfinden. Was erwarten Sie von dem Programmparteitag dieses Wochenende? Ja, zunächst einmal, dass wir herausragend gute Beschlüsse fassen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es sich wirklich lohnt, am 22. September 2013 die FDP zu wählen, denn wir müssen noch etwas aufarbeiten. Hallo Johannes, was erwartest du vom Programmparteitag dieses Wochenende hier? Ein gutes Programm. Wiebke, was sind deine Erwartungen an den Parteitag dieses Wochenende? Also ich hoffe, dass wir ein ordentliches Programm aufstellen, mit dem wir dann auch die Leute überzeugen können. Ich persönlich hoffe, dass wir uns gegen Mindestlohn aussprechen und für die doppelte Staatsbürgerschaft. Was erwartest du vom Bundesparteitag dieses Wochenende? Ein Signal, dass wir jetzt richtig in den Wahlkampf gehen, wissen, was wir wollen, wissen, was wir tun und das mit Engagement. Was ist deine Erwartung an den Programmparteitag dieses Wochenende? Ja, dass wir interessante Diskussionen haben, zum Beispiel bei der Frage Mindestlohn, aber auch bei manchen Fragen der Netzpolitik, Netzneutralität und solche Fragen. Da haben wir schon ein bisschen was zur Übernahme vorgeschlagen, aber das wird mit Sicherheit spannend. Parteitage sind das höchste beschlussfassende Gremium unserer Partei und das Diskussionsforum schlechthin. In der Regel tagt der Parteitag einmal im Jahr. Wenn aber besondere Dinge anstehen, wie Bundestagswahlen, dann gibt es auch weitere außerordentliche Parteitage. Die Delegierten präsentieren die verschiedenen Landesverbände und Strömungen einer Partei. Die Debatten sind besonders intensiv, wenn es, wie dieses Mal, um die Erstellung eines Wahlprogramms geht. Denn das Ziel ist, ein breit aufgestelltes und überzeugendes Konzept zu entwickeln. So, ich bin heute auf dem Bundesparteitag der FDP bei Phoenix, sozusagen MdB 2.0 bei Phoenix. Neben mir ist Herr Herrmann, er hat heute den Bundesparteitag begleitet. Wie finden Sie es, wenn wir über unser Wahlprogramm beraten? Also es ist vor allen Dingen interessant, wenn man die FDP vergleicht mit den anderen Parteien, weil ich jetzt als Saarreporter zum Beispiel vorne im Einsatz bin und mit den Delegierten spreche. Und da muss man sagen, da sind die Liberalen schon wahnsinnig meinungsfreudig. Das hat man nicht bei jeder Partei. Wir diskutieren viel, wir haben über 700 Änderungsanträge zu unserem Wahlprogramm. Ist es anstrengend, sowas zu verfolgen und journalistisch zusammenzufassen? Na, ich sag mal so, wenn es dann nachher in die Spiegelstrichdebatten geht und man sich wirklich um jedes Satzzeichen, jeden Nebensatz beschäftigt, dann ist es schon nicht ganz einfach, irgendwie da durchzusteigen. Aber wir haben ja ganz gute Kollegen, unter anderem natürlich dann immer unseren Off-Kommentator, der sich in die Antragsbücher ganz genau einliest. Und wenn man dann mal nicht ganz so firm ist oder weiß, was gerade passiert, kann man den auch fragen, sagen, was ist da jetzt gerade vorne los, wo sind wir gerade, und kriegt da Gott sei Dank Hilfe, wenn es vor allen Dingen wahnsinnig ins Detail geht. Ja, ist gut, dass die Presse wenigstens mithalten kann. Wir Delegierte haben manchmal Probleme zu folgen. Wir versuchen es aber immer gut. Es gibt manchmal auch so Ausrutscher auf solchen Sendungen, gerade wenn sie live sind. Der bekannte Satz, die Skifahrer standen an Hängen und Pisten. Wie ist es mit FDP-Pisten? Passierte mir heute zum Beispiel, habe ich auch gleich als Korrekturvorschlag von meinem Redaktionsleiter gesagt bekommen, dass das nicht funktioniert. Natürlich ist man in so einer Live-Situation etwas angespannt und hat seinen Knopf im Ohr und hat die Regie drauf. Und dann möchte man natürlich auch seinen Interviewpartnern gerecht werden und da was rauskitzeln, also von Ihnen, von den Delegierten. Und dann rutscht so etwas mal raus. Der schönste Fall ist, wenn man sich dann schon gleich vor Ort in der Sendung sozusagen korrigieren kann. Wenn es nicht gleich passiert, dann ist darauf Verlass, dass der Redaktionsleiter im Zweifel nochmal ganz genau hinhört. Und dann kriegt man einen kleinen auf den Deckel und macht es das nächste Mal besser. Aber es ist halt so, wenn man viel am Ball spielt, macht man natürlich auch Fehler. Wenn ich am Ball spiele, mache keine. Und solche kleinen Fehler, hoffe ich, sieht man uns dann auch mal nach. Wir sehen, Journalisten sind Menschen, Politiker sind Menschen, Fehler passieren. Ich freue mich, dass Phoenix hier ist und den Überblick behält, und ich gehe jetzt weiter auf den Parteitag. Bist du zufrieden mit dem Wahlprogramm, wie wir es aufgestellt haben? Ja, also an der einen oder anderen Stelle hätten die jungen Liberalen sich natürlich deutlichere Entscheidungen getroffen. Man muss aber insgesamt sagen, die FDP geht da mit einem richtig guten Programm in die Bundestagswahl. Linda, bist du zufrieden mit dem Wahlprogramm? Können wir so in die Bundestagswahl starten? Ja, also ich finde das eine sehr engagierte Diskussion. Ein gutes Programm mit allen Feldern liberaler Politik und auch eine sehr motivierende Rede von Rainer Brüderle, finde ich. Katja, bist du zufrieden mit dem Wahlprogramm, wie wir aufgestellt haben?
Ich bin zufrieden. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber insgesamt, glaube ich, können wir damit in einen sehr, sehr guten Wahlkampf gehen und werden da viel Erfolg mit haben. Ich habe jetzt unseren Bundesvorsitzenden Philipp Rösler hier. Philipp, bist du zufrieden mit dem Wahlprogramm? Absolut. Die Themen stehen jetzt klar im Wahlprogramm fest. Einmal stabiles Geld, stabiles Europa. Dafür steht die FDP. Zweites, keine Belastung der Menschen. Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht. All das kommt hier zum Ausdruck. Und natürlich auch Stabilität in der Wirtschaft im Sinne von Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Dankeschön. Wir haben hier auf dem Bundesparteitag in Nürnberg ein Wahlprogramm beschlossen, mit dem wir getrost in den Bundestagswahlkampf 2013 ziehen können. Das zeigt klare liberale Kante. Trotzdem haben wir hier intensiv debattiert. Ich fand die Debattenkultur hier richtig gut. Liberale haben gezeigt, dass sie sich intensiv um die Sache streiten können, zum besten Ergebnis kommen können. Und so können wir guten Mutes und getrost in den Bundestagswahlkampf 2013 ziehen. Da bin ich mir ganz sicher.